Schockmeldung. Droht allen gesetzlich Krankenversicherten im Jahr 2023 die größte Beitragserhöhung, die es je gegeben hat. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Positive vorab, das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP legte es offen. Circa 70% aller Deutschen wollen eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Damit die Abschaffung der in Deutschland bestehenden zweigeteilten Krankenversicherung aus privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden immer älter. Das ist ein großes Glück für uns alle. Aber das schlägt sich leider auch in den Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung und auch in der privaten Krankenversicherung nieder. Und alle, die privat krankenversichert sind, die haben es ja in den letzten Jahren nun wirklich zu spüren bekommen. Die Preise wurden massiv angehoben und das wird es auch in der Zukunft so weitergehen, so bleiben. Denn die private Krankenversicherung hat im Unterschied zur gesetzlichen Krankenversicherung noch Aktionäre im Hintergrund, die also ein bisschen Geld verdienen wollen. Bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es mit der Preissteigerung letztlich ja auch nicht anders. Ja? Nur hier gibt es eben keine Aktionäre, sondern hier ist der Hauptpreistreiber die Hersteller von patentgeschützten Medikamenten. Und mit gut 21 Milliarden Euro liegen die Ausgaben für die Medikamente bei rund der Hälfte der Gesamtausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung pro Jahr. So hat es der stellvertretende Chef der Techniker Krankenkasse mitgeteilt. Und der Präsident von der DAK Sturm prophezeit Folgendes. Die nächste neue Bundesregierung hat wirklich viele Aufgaben zu bewältigen. Also die hat ganz schön was zu tun. Unter anderem die Finanzprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung zu lösen. Der deutschen Angestelltenkrankenkasse zufolge droht ein Finanzloch für die gesetzlichen Krankenkassen bis 2025 von rund 27 Milliarden Euro. Und dieser Herr Sturm fordert, jetzt handeln, ansonsten droht den Versicherten im Jahr 2023 oder ab 2023 die größte Beitragserhöhung, die wir historisch je gehabt haben. Der Grund ist relativ einfach, die demografische Entwicklung und die höheren Kosten der medizinischen Versorgung. Was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, ist, was der Herr Sturm eigentlich mit der Beitragserhöhung gemeint hat. Also in welchem Segment meint er damit den Hauptbeitrag oder den Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung? Das war mir noch nicht ganz klar. Wir, die Rentenberaterinnen und Rentenberater von Rentenbescheid 24, raten dringend, und zwar an alle Politiker und Politikerinnen, führen Sie endlich die Bürgerversicherung in die Krankenversicherung ein, in der alle Menschen in Deutschland in einen Topf einzahlen. Schluss mit der Zweiteilung der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, damit die Krankenversicherung gerechter und auch preiswerter wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.